So, hi Leute, willkommen zurück zum nächsten Video. Letzte Woche hat Google ja auf der Keynote endlich mal große Konkurrenz für ChatGPT an die Öffentlichkeit losgelassen, und zwar Google Bard. In 180 Ländern kann man Google Bard jetzt komplett kostenlos nutzen, darunter natürlich kein Land in der EU und auch nicht Deutschland, also wer braucht schon Fortschritt. Aber ich wollte Google Bard trotzdem mal gerne im Vergleich zu ChatGPT ausprobieren, und mit einem VPN ist es auch ohne Probleme möglich. Also ihr könnt einfach VPN USA auswählen oder irgendein anderes Land, und dann könnt ihr ohne Probleme darauf zugreifen. Bis jetzt war nur auf Englisch, aber ich gebe dem Ganzen trotzdem mal einen Versuch, von daher viel Spaß im Video. Okay, vielleicht noch kurz vorneweg, ich halte es in dem Video eher allgemein und beziehe mich so ein bisschen auf Content-Produktion und E-Mails schreiben und Texte schreiben und so weiter, auf die Kreativität von den beiden Produkten. Ich selbst bin kein Coder, also würde ich jetzt hier probieren zu coden, würde ich mich eher lächerlich machen. Von daher an alle Coder, sorry. Und schreibt gerne in die Kommentare auf jeden Fall noch, was ich mit den beiden Sachen noch ausprobieren sollte in Zukunft oder was ich auf jeden Fall ein bisschen vernachlässige. Lasst mich da, sagt gerne Bescheid, ich bin selbst ziemlich neu in dem Space, probiere momentan viel aus. Und wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt oder Ideen, schreibt es gerne unten rein. Aber ja, ich würde sagen, wir springen rein. Ich habe hier links ChatGPT auf und rechts Bard. Und so sieht es aktuell aus. Ich will mich zuerst mal aufs Interface konzentrieren. Und zwar, ja, finde ich rechts erstmal zum Interface. Was mir aufgefallen ist, Google Bard ist wesentlich schneller. So, wenn ich jetzt so sage, okay, ich kopiere das bei ChatGPT rein, aktiviere hier auch das Browsing-Feature, was diese Woche neu ist. Dazu kommen wir gleich noch. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich gleiche Verhältnisse. Wenn ich jetzt sage ChatGPT los und Google Bard los, dann seht ihr auch eigentlich mal den Geschwindigkeitsunterschied zwischen den beiden. Also während Google Bard einem jetzt gleich direkt die Antwort ins Gesicht knallt. Bam, hier sind wir, haben die Antwort von Google Bard innerhalb von ein paar Sekunden. Und in der Zeit ist ChatGPT jetzt erstmal damit beschäftigt, erstmal auf Webseiten zu drücken und Content zu lesen und so weiter. Und ob das jetzt alles genauer ist und gut funktioniert bei Bard, dazu kommen wir gleich noch. Aber einfach erstmal von der Geschwindigkeit ist Bard auf jeden Fall um einiges schneller. Das heißt, jetzt ist ChatGPT erst mit der Suche fertig und schreibt die Antwort noch ganz in Ruhe. Genau, zweite Funktion oder zweiter Vorteil, wenn ich jetzt mal auf New Chat gehe, ChatGPT-4, dann seht ihr unten, ich habe bei ChatGPT-4 aktuell 25 Nachrichten alle 3 Stunden zur Verfügung. Das heißt, wenn die voll sind, dann kann ich auf die ältere Version gehen. Hier habe ich unendlich viele Versuche, also da kann ich ohne Probleme weiterarbeiten. Bei Bard habt ihr generell so viele Versuche, wie ihr wollt. Also da müsst ihr euch keine Platte machen. Da könnt ihr einfach schreiben, schreiben, schreiben und habt kein Limit. Das Schöne ist, bei Google kann ich jetzt halt auch direkt sagen, okay, Google it, und kann direkt jetzt zu Google springen, wenn ich möchte. Ich kann jetzt auch die Antwort sozusagen in Gmail oder in Docs exportieren und kann halt da dann in Google Service weiterarbeiten. Das wird in Zukunft auch noch mehr. Also da habt ihr bei Bard einfach mehr Möglichkeiten. Bei ChatGPT kann ich jetzt halt, sage ich mal, mit den Antworten dann jetzt nicht so viel machen wie bei Bard. Und ihr seht auch hier unten bei Bard, habt ihr einfach die Möglichkeit, auch mit Voice zu sprechen. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinquatsche, dann macht der jetzt mit. Nur auf Englisch, deswegen versteht er momentan wenig. Aber ist auf jeden Fall auch schon mal schön zu wissen, dass man hier auch per Voice-Chat reden kann. Und das ist natürlich dann nützlich, wenn die App irgendwann aufs Handy kommt. Und ihr könnt Google Bard auf dem Handy öffnen, könnt kurz reinquatschen und könnt euch praktisch mit dem Tool unterhalten und bekommt immer gute Antworten. Das fehlt momentan bei ChatGPT-4 aktuell noch. Die App kommt aktuell gerade raus. Also in Amerika ist die App von ChatGPT-4 schon draußen. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Sprachmodus gibt. Aber das wird sicherlich auch bald hier mit der Zeit kommen. Und generell finde ich jetzt im Vergleich Google auch um einiges schöner designt. Einfach das Interface und so weiter finde ich ganz nice. Ich muss sagen, die Antworten gefallen mir nicht so, dass sie einfach einem so ins Gesicht geworfen werden. Da finde ich dieses Texten bei ChatGPT eigentlich ganz, ganz schön. Obwohl es im Endeffekt keinen Unterschied macht, weil ihr bekommt, im Endeffekt ist ja die Antwort wichtig, dass man die schnell bekommt. Aber ja, sonst finde ich das Interface bei Google eigentlich schöner. Ich muss aber sagen, dass es hier mit den Chats bei ChatGPT schöner gelöst ist, weil ich hier einfach nochmal in alte Chats reingehen kann und dann weiterarbeiten kann. Das heißt, wenn ihr an einem bestimmten Problem arbeitet oder an einem bestimmten Artikel oder irgendwie an einem Thema, dann könnt ihr halt hier jederzeit bei ChatGPT wieder in die Chats reingehen und weiterarbeiten. Das habt ihr bei Bard aktuell nicht. Ihr habt zwar eine Aktivität, auf die ihr schauen könnt, da seht ihr aber nur eure Fragen und nicht die Antworten und könnt nicht wieder zurück in den Chat springen. Aber allgemein fürs ganze Interface-Thema würde ich aktuell eher den Punkt an Bard geben. Da ist Google einfach ein Stück weiter vorne, obwohl natürlich ChatGPT in vielen Sachen aufholen kann, aber sagen wir mal 1:0 für Bard. Okay, kommen wir zum zweiten Punkt, Datenzugriff. Und da war Bard eigentlich erstmal vorne. Bard hat eine Echtzeitanbindung ans Internet und kann daher auch aktuelle Geschehnisse aus dem Internet raussuchen. ChatGPT war bis letzte Woche eigentlich nur an einem Datenset von 2021 geknüpft. Das heißt, man konnte auf keine neueren Daten zugreifen als von 2021.
Aber zufälligerweise hat OpenAI letzte Woche auch das Internet-Browsing freigeschaltet. Ihr seht das hier, wenn ich jetzt hier einen neuen Chat starte, ChatGPT-4, dann habt ihr jetzt auch Webbrowsing. Das könnt ihr einfach hier über Settings aktivieren bei Beta-Features und dann könnt ihr hier Plugins und Webbrowsing aktivieren und könnt praktisch jetzt mit ChatGPT auch aufs Web zugreifen. Das heißt, ihr könnt auf aktuelle Geschehnisse zugreifen, ihr könnt auf Webseiten zugreifen, ihr könnt euch Daten von Webseiten raussuchen lassen und so weiter und könnt das jetzt mittlerweile bei beiden nutzen. Und den großen Vorteil, den Bard für mich auch noch hat, ist zum Beispiel, dass einfach Bard auf die ganzen Google-Services zugreifen kann, auf die ganzen Google-Daten. Und ihr müsst euch mal vorstellen, was das für riesen Datenmengen sind mit den ganzen Google Docs, Gmail, YouTube, die Google-Suche und 1 Milliarde aktive Nutzer, die Google hat. Ist es natürlich ein Riesenvorteil, den Google im Bereich Daten zur Verfügung hat. Ob sie die schon richtig nutzen, dazu kommen wir gleich. Aber im Allgemeinen hat Bard und Google da natürlich ein riesiges Datenset, auf das sie zugreifen können. Was man dazu bei ChatGPT-4 machen kann, ihr habt es gerade gesehen, dass man halt auch Plugins freischalten kann. Das heißt, ich kann hier jetzt auch schon Plugins nutzen, habe hier einen richtigen Store, wo ich jetzt durch Plugins durchgehen kann, die ich halt jetzt in Zukunft für ChatGPT nutzen möchte. Alles nur für die Premium-Variante, an der Stelle gesagt. Aber ja, um zum Punkt zu kommen, generell würde ich denke, beiden einen Punkt hier geben. Dadurch, dass ChatGPT und OpenAI hier nachgezogen hat mit dem Webbrowsing und dass ChatGPT halt auch schon die Plugins öffentlich hat für Premium-User, aber halt auch das Datenset von Google, was halt riesig ist, die 1 Milliarde aktive Nutzer. Deswegen gebe ich bei Bereich Datenset und Zugriff und so weiter, gebe ich beiden mal einen Punkt. Also sind wir bei 2-1 für Bard. Okay, dritter Punkt, Preis. Und ich denke, da können wir einen kurzen Prozess machen. ChatGPT kostet Geld. Bard ist kostenlos, also gebe ich den Punkt hier auf jeden Fall an Bard. Heißt nicht, dass ein kostenloser Service immer besser ist als ein Service, der Geld kostet. Aber ihr könntet im Prinzip auch ChatGPT kostenlos nutzen, wenn ihr über Bing geht. Bing ist ja von Microsoft und nutzt ja im Prinzip ChatGPT im Hintergrund. Aber ganz ehrlich, ich habe Bing für mich ausprobiert. Man geht dann erstmal auf den Browser und man wird dann gezwungen, Microsoft Edge runterzuladen. Das Ganze ist einfach, dieses Interface ist für mich einfach so confusing und einfach gezwungen werden, einen anderen Browser runterzuladen, habe ich persönlich keinen Bock drauf. Also wenn ihr ChatGPT kostenlos nutzen möchtet, wäre das über Bing möglich. Und Bing soll wohl anscheinend auch relativ bald in ChatGPT integriert werden. Aber generell, Punkt Preis, Bard ist kostenlos, ChatGPT nicht. Von daher geht der Punkt Preis auf jeden Fall an Bard. Aber ja, kommen wir zu den letzten beiden Punkten und auch die mit Abstand wichtigsten Punkte, und zwar Kreativität und Genauigkeit. Und fangen wir mit der Kreativität an. Ich habe jetzt Bard und ChatGPT die letzten 1-2 Wochen mal extrem ausführlich getestet und muss sagen, allgemein gefällt mir die Kreativität von ChatGPT, wie ChatGPT Daten aus dem Netz raussucht und zusammenfasst und Befehle umsetzen kann, ist ChatGPT einfach oft wesentlich besser als Bard. Bard ist da immer so ein bisschen unkreativ und packt Sachen irgendwie unkoordiniert zusammen. Wenn ich ihm zum Beispiel sage, irgendwie schreib eine lustige E-Mail, dann schreibt er erst oben die E-Mail und schreibt dann unten irgendwie einen Joke rein. ChatGPT versteht, dass die ganze E-Mail lustig sein soll und schreibt den ganzen Text von der ganzen E-Mail dann einigermaßen irgendwie lustig gehalten. Nur, dass ihr so ein Beispiel habt. Ja, und vor allem für mich wichtig, ich konsumiere viel Content auf Englisch. Ich arbeite auch auf Englisch. Ich mache aber meinen Content hier auf Deutsch. Das heißt, ich schreibe super viel in Englisch und Deutsch, einfach komplett zufällig. Ja, ich schreibe, manche Gedanken schreibe ich in Englisch rein, will dann aber doch eine deutsche Antwort haben. Und das Schöne ist halt, dass ich mit ChatGPT komplett auf Deutsch schreiben kann und dann auf Englisch weiterschreiben kann oder Sachen übersetzen lassen kann und so weiter. Das funktioniert mit Bard überhaupt gar nicht. Also Bard ist nur auf Englisch und teilweise ist der Job von Bard, Sachen zu übersetzen. Und teilweise sage ich ihm, übersetz mir das bitte auf Deutsch. Selbst dann versteht er manchmal nicht, was ich von ihm möchte. Also ja, für mich einfach kreativ zwischen verschiedenen Sprachen hin und her zu wechseln, das geht auf ChatGPT auch auf Französisch und Spanisch. Da gibt es einige Sprachen, die ihr nutzen könnt. Das geht auf Bard gar nicht. Und das ist für mich kreativ einfach unendlich wichtig, dass ich da einfach auf verschiedene Sprachen Zugriff habe. Und auch generell beim Schreiben ist ChatGPT einfach viel hilfreicher, ob ich jetzt einen Artikel schreiben möchte oder Ideen für einen Tweet haben möchte oder zum Beispiel eine Videobeschreibung nehme aus einem YouTube-Video und sage, hey, mach mir daraus einen Tweet-Thread. Funktioniert für mich persönlich bei ChatGPT oft wesentlich, wesentlich besser als bei Bard. Und ja, ihr habt nachher noch ein Beispiel von dem Kreativen am Ende im Outro. Also bleibt auf jeden Fall dran, aber der Punkt Kreativität für mich auf jeden Fall an OpenAI und ChatGPT. Okay, dann kommen wir zum letzten Punkt, Genauigkeit. Und der Punkt entscheidet, wird es unentschieden oder gewinnt Bard. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Bard ist überhaupt nicht genau. Bard hat sich bei mir super oft auch einfach aufgehangen bei den einfachsten Sachen.
Bart hat super oft Fakten einfach komplett falsch oder halluziniert sich einfach irgendwas zurecht und verpackt diese Information aber trotzdem total selbstsicher in eine Antwort, wo man denkt, ah, okay, macht Sinn. Und dann gräbt man mal ein bisschen nach und merkt, okay, die Antwort ist totaler Bullshit. Ich habe zum Beispiel hier ein paar Sachen, zum Beispiel einmal habe ich gefragt, Bundesliga, wer führt aktuell? Das war vor einer Woche ungefähr. Da waren noch zwei Spiele offen und da hat mir Bart zweimal die falsche Antwort gegeben. Und als ich dann gesagt habe, nee, das ist falsch, hat Bart gesagt, stimmt, das ist falsch, die Bundesliga-Saison ist bereits vorbei. Und hat einfach die Bundesliga-Saison bei 32 Spielen beendet, hat damit gesagt, Bayern ist Meister. Und so habt ihr super viele Beispiele. Bart haut so oft falsche Fakten raus und das ist halt was, wo ich mich dann selbst überhaupt nicht drauf verlassen kann, auch wenn Google den ganzen Zugriff auf die ganze Google-Bibliothek hat. Wenn es nicht richtig genutzt wird und wenn falsche Fakten rauskommen, dann ist es halt für mich ein No-Go. Da ist für mich ChatGPT auf jeden Fall viel, viel, viel zuverlässiger aktuell und auch mit den Sachen, es hängt sich auch immer noch auf, vor allem mit dem aktuellen Webbrowsing-Feature hier, was jetzt da rausgekommen ist. Oft hängt sich ChatGPT dann irgendwelchen Websites auf, aber trotzdem, wenn ChatGPT eine Antwort bringt, dann ist sie meistens faktisch um einiges korrekter. Als bei ChatGPT. Natürlich muss man da auch ein bisschen das Ganze mit Vorsicht genießen und nochmal ein bisschen double-checken und so weiter. Aber im Prinzip ist, was die Genauigkeit angeht, ChatGPT um einiges genauer als Bard aktuell. Und ja, deswegen gebe ich den Punkt für Genauigkeit definitiv auch an ChatGPT von OpenAI. Also ja, um ein kleines Fazit zu ziehen, wir haben einen Unentschieden, 3-3. Aktuell, wie gesagt, verlasse ich mich auf jeden Fall lieber noch auf ChatGPT und ich sehe mich immer wieder darin zurückkehren. Ja, auf Bart würde ich mich da aktuell überhaupt nicht verlassen wollen, weil die Antworten einfach oft einfach komplett falsch sind und ich kann auch nicht auf Deutsch mit Bart quatschen und es ist eh in Deutschland nicht verfügbar, deswegen aktuell für mich zwar ein Unentschieden, aber der Gewinner eigentlich eher ChatGPT. Ich muss aber auch sagen, warum es unentschieden ist, ich glaube, man sollte Bart auf jeden Fall und vor allem Google nicht unterschätzen. Ich habe es jetzt schon gesagt vorhin, Google hat diese unglaubliche Menge an Daten und wenn sie es schaffen, die ordentlich zu nutzen und Bart auch weltweit freizuschalten auf allen Sprachen und das einfach funktioniert oder es zum Beispiel auch in die ganzen Google Services integriert ist, ich glaube, da kann Bart eine riesengroße Konkurrenz werden für ChatGPT, wenn nicht sogar irgendwann OpenAI überholen. Also ja, ChatGPT hat Konkurrenz bekommen, aber man darf OpenAI definitiv auch nicht unterschätzen. Sie haben, glaube ich, mittlerweile auch schon 160 Millionen aktive Nutzer mit den ganzen Plugins, die jetzt kommen, mit den ganzen Entwicklern, die bereits auf OpenAI arbeiten oder bauen, hat OpenAI natürlich auch schon einiges an Vorsprung gegenüber Bard. So, und ich meinte ja vorhin, es gibt noch ein kreatives Ende und um euch zu zeigen, wie kreativ ChatGPT sein kann, habe ich hier einen Befehl, schreibe ein Outro für das Video hier und bringe die Leute dazu zu abonnieren und sage ihnen auch Bescheid, dass mein Discord unten ist. Halte das Ganze lustig und unterhaltsam, damit die Leute auf jeden Fall abonnieren. So, ich habe das Ganze dann hier unten noch übersetzt von ChatGPT. Ihr seht schon, hier ist mein Workflow und habe das bei Bart reingehauen. Und Bart hat einfach nur gesagt, hey, danke, dass ihr schaut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und so weiter. Abonniert, drückt die Glocke und der Discord ist unten. Und hier sind ein paar Tipps, wie ich das Ganze lustig halten kann. Benutze Humor, erzähle einen Joke. Also ihr seht schon, Bart versteht nicht ganz, dass der Text kreativ gehalten sein soll. Aber ja, kommen wir zum Outro und damit auch zum Ende des Videos von ChatGPT. Ich habe das jetzt ein paar Mal probiert und es war jedes Mal wieder anders und trotzdem immer richtig gut. Von daher lese ich das mal vor. Oh Junge, das war ein wirklich heißes Kopf-an-Kopf-Rennen, nicht wahr? ChatGPT und Bart, zwei Giganten der künstlichen Intelligenz, die sich in einem epischen Schlagabtausch um die Vorherrschaft duellieren. Ich hoffe, ihr habt jede Sekunde dieses Videos genossen. Aber wer hat eurer Meinung nach gewonnen? Wer hat die Nase vorn in diesem Ring der Algorithmen? Lust auf eine Diskussion? Ihr habt Glück, denn ich habe den perfekten Ort dafür. Schaut unten in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu meinem Discord-Server. Es ist der Ort, an dem wir über AI, Produktivität und Mindset diskutieren können. Und ja, wir haben auch virtuelle Kekse. Aber hey, das ist noch nicht alles. Wollt ihr mehr von diesen verrückten Vergleichen sehen? Habt ihr mehr Lust auf KI, mehr Produktivität, mehr Mindset und mehr, naja, mehr von mir? Dann müsst ihr unbedingt den roten Abonnieren-Button auf dem Bildschirm drücken. Ja, genau, den da unten, der wie eine digitale Tomate aussieht. Schlag ihn einfach so, als ob er euch die letzte Scheibe Pizza geklaut hat. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch wirklich jedes meiner neuen Videos mitbekommt. Ihr könnt auch eure Meinung in den Kommentaren hinterlassen. Ich würde gerne hören, was ihr über diese beiden KI-Schwergewichte denkt. Bis zum nächsten Mal, bleibt produktiv, bleibt gesund und denkt daran, euer Mindset zu pflegen wie einen gepflegten Garten. Und im Falle, dass ihr euch fragt, ja, dieser Vergleich mit dem Garten war genauso komisch gemeint, wie er geklungen hat. Das war's für heute. Tschüss und danke fürs Zuschauen. Also ja, ich glaube, ich muss zur Kreativität nichts mehr sagen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, haut die Tomate unten kaputt und bis zum nächsten Video. Ciao.